Hallo und willkommen zurück zu Genau Richtig Mario Kart 8 Sekunden Challenge. Ja, ein kleiner Fehler hat das Rennen versaut, aber es ist nicht mal irgendwie ein Fehler gewesen, wo man sagen muss, ja gut, also, ne, ist doof gelaufen. Sondern es war ein, ja, soll man sagen, wir sind zu risikoreich gefahren und am Ende hat der Tim gewonnen. Es ist ja aber auch leider jetzt so, und wir haben jetzt gerade eben gesehen, der Tim ist gar nicht mehr dabei. Schade eigentlich. Er ist mit Rosalina gefahren. Wäre echt nice, wenn er irgendwie mal... Ja, keine Ahnung. Nee, doch, da ist er. Oh, ich dachte schon, er ist weg, weißt du? Gut, ich bin nicht mehr Punkteleader, das ist gut. Ein faires Rennen gegen ihn gefahren bislang. Und ja, wir haben da jetzt auch nicht irgendwie unfair gespielt oder sonst was. Ja, es ist einfach ganz dämlich gewesen. Wir sind gegen die Kurve gefahren, hätten ihn überholen können. Haben ihn aber nicht überholt und von daher kann es jetzt mal die Revanche geben oder auch nicht. Wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal, ob es jetzt wieder das deutsche Duell gibt. Das wird wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, außer, also Tim fährt da vorne weg. Das ist schon mal gut. Oder auch nicht. Wir haben kein Item. So. Sowas wie Schutz haben wir auch nicht. Und ja. Aber Tim ist Erster. So, wir sind nicht Letzter, aber wir sind durchgereicht. Das ist doof. So. Ah, Boomerang Guy. Ja, schön gemacht. Weißt du, ich will diesen Boomerang Guy überholen und dann so. So. Wir hängen fest. So, Stern. Den hab ich gern. Das reicht, wenn ihr alle hier einen Stern habt. Ich bin Letzter. So, also Konzentration. Letzter Platz. Wir haben schon sowas aufgeholt. Auch online. Ja, mit dem Pilz kannst du schon mal gut anfangen. Ah, ja. Ja, das wird leider nichts. Das Feld ist zu weit weg. Das Feld ist zu weit weg. Ja, und dann kriegst du so blöde Items. Womit du überhaupt nichts anfangen kannst. Wir sind Elfter geworden, weil wir einfach Kack-Items gekriegt haben. Und dann kriegst du natürlich herbe Minuspunkte und wir sind wieder da, wo wir am Anfang waren. Super. Und dann sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Ja. Ja. Sollten uns nicht darauf konzentrieren, wie die anderen fahren. Sollten uns darauf konzentrieren, wie wir selbst fahren. Aber, ja. Harte. Naja, was soll's. Wir schauen einfach mal. Cookies. Oder Cookie, QS. Was heißt dieses QS? Ihr da draußen, ihr wisst ja mal alles. Was heißt das, QS? Weil designtechnisch QS, dann hättest du es ja eher als S, am Anfang hättest du ja SQ und dann Cookie QS. Oder andersrum. Designtechnisch. Ja, keine Items. Super. Lass anfangen. Weniger Schaden können wir anrichten, ne? Unser weniger Schaden können wir anrichten. Wir versuchen es fahrerisch hier auszufahren. So, Tim ist vor uns. So, jetzt aber, hey, komm, erst das Item. Sehr schön. Das erste Item ist. Ja, drei rote Panzer. Das war jetzt keine schlaue Idee.
Er hat sie aber auch. Ja, dann schieß sie ab, Junge. So, zack, Tim überholt. So, vielleicht kriegen wir den Japaner auch noch. Nee, so nicht. So, aber den kriegen wir noch. Ja, wir fahren hier lieber unten lang. Weil den Tim hat's auch weggerissen. Oh. Bam! So, bitte, 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 bitte! Nein! Das ist doch nicht zu glauben! Das ist doch wirklich nicht zu glauben! Unser Stern beendet gerade dann, wenn er einschlägt! Das ist doch nicht zu glauben! Das ist nicht zu glauben! Ey, das ist so eine Scheiße, ey! Fuck! Unser Stern endet genau dann. Das muss man erstmal. Ey. Ich warte auf die Kommentare, Leute. Ich warte auf die Kommentare. Von euch. Wie seht ihr das? Ja. Das Rennen ist Zweiter. Da sind wir Zweiter geworden. Das. Aber. Das muss erstmal verdaut werden, ey. Das ist so unfassbar. Stern endet genau auf die Sekunde, genau zu dem Zeitpunkt, wo... Oh je. Er endet genau auf dem Zeitpunkt. Ey, das ist... Ach, nö. Ja, man hätte... Theoretisch könnte man überlegen, ob das ein Highlight-Ding ist. Ja, aber... Nein, ist es nicht. Boah. Boah, ey. Boah, ey. Ja, die Deutschen sind weg. Aber dafür jemand anders. Aus Rheinland-Pfalz. Herzlichen Gruß von hier. Nach Rheinland-Pfalz, was ich mir gerade gemerkt habe, die Mexikanerin ist auch schon weg. Schade, der Tim war eigentlich ein guter Fahrer. Wahrscheinlich hat es ihm so ein bisschen, weil wir ihn eben da weggeschossen haben. Vielleicht war das nicht so fair. Aber wir hatten ein 8er-Item, das ist echt alles super gelaufen. Ja. Also. So, jemand aus der Schweiz ist dabei. Der 420 Yen Mann oder Frau. Letztens hatte ich ja auch gefragt, wie viel Yen überhaupt viel wert ist. Daraufhin wurde mir gesagt, ist es nicht. Es ist nicht viel wert. Da muss ich mir auch keine Gedanken drum machen. Okay. Ja, dann mache ich mir keine Gedanken drum. Dann wird das wahrscheinlich auch nicht viel sein. 420 Yen. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie viel Euro das denn Stand heute sind. So, wir holen sie erstmal hier allein, neun nach Mannern. So, wenn du mich jetzt durchlässt, kann ich den Yen-Man. Okay, dann mach du das mal selbst. Mach du das mal selbst. Dankeschön. Das hat er richtig genial gemacht, muss man sagen. Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Den aktiviert. Und den haben wir auch richtig gut gemacht. Wahnsinn. Also das ist aber auch Mario Kart, weißt du? Da hast du hier einen richtig geniale Fahrt hier heute. Es ist alles bislang spitze. Und musst du grundsätzlich mit Luigi sagen, also gut, also richtig gut, dass wir mal den ersten Teil retten. Teil zuvor hatte ich die Gruppe gewechselt, weil ich unter anderem die Items nicht wechseln konnte. Der Erstplatzierte nicht Erstplatzierter war, sondern irgendwo anders. Und dann doch, wo er plötzlich Erstplatzierter war, weil er ja eigentlich disported war die ganze Zeit. Und das so weiter und so weiter. Ja, wir dürfen jetzt hier keine riesengroßen Fehler machen.
So, Gewehr. Danke. Schützen. So, wenn jetzt keiner hinter uns ist, gewinnt er das Rennen. Dankeschön. Super gemacht. Also das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut. Ja, ein bisschen schade, dass der Tim jetzt nicht da war. Aber hey, wir haben gewonnen. Wir haben die Ehre gerettet. Andersrum, der Yen-Mann aus der Schweiz ist ja auch irgendwie gut dabei gewesen. Jo. Ist ja eigentlich schon fast schade, dass wir jetzt das letzte Rennen ist, ne? Eigentlich schon. Aber es ist trotzdem meine Regel. Es ist einfach so. Also, wir können jetzt nicht sagen, so von wegen, erstmal. Und danach, mein letztes Rennen. So, wir können ja nicht einfach sagen, dass wir jetzt hier weiterfahren, weil es ist echt gut gelaufen. Nein, können wir nicht. Eine Regel. Ich darf die Zielgruppe jederzeit verwechseln, ja, aber mehr als acht Rennen pro Fahrer nicht. So, jemand aus Luxemburg ist dabei. Herzlichen Gruß und zwei aus Sachsen-Anhalt. Die Becky und Chill Out X. Gut. Herzlichen Gruß. Von hier. Dorthin. Dann schauen wir mal. Ob wir jetzt den ersten Platz hier weiter gut machen oder nicht. Ich glaube, die haben auch eben gesehen, wie wir verfahren hier mit Baby Luigi. Da stehen die. Ja, kann man das hier bezeichnen, dass das hier unsere beste Strecke ist? Ich würde sagen, nein. Wir sind zwar regelmäßig hier gut drauf, aber da habe ich ja auch schon zugesagt, wir sind hier 20 Milliarden Mal schon. Also ich bin in meinem Leben hier schon 20 Milliarden Mal gefahren. Das sollte also dann doch kein Problem sein. Ja, der wird absichtlich das so machen. Ich werde hier nicht touchieren. Ja, der kann auch gut auf uns achten, klar. Bam! So. Und tschüss. Jagen wir erstmal den Leuten hier ein Schrecken ein, die hinter uns sind. Was? Boomerang? Was ist das denn? Boomerang. So, wir haben keinen Schutz wieder. Aber sind gut hier auf der Strecke dabei. Die Gruppe gefällt mir auch wirklich richtig. Also. So. Und zack. Ja, ich bin so ein bisschen sprachlos, weil ich mich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen freue. So ein bisschen freue, dass ich endlich eine Gruppe habe, wo man sagen kann, okay, mit der kann man fahren und es ist nicht so pure Cheater-Modus. Mit der kann man jetzt mal ausnahmsweise fahren. So. Ja, Schutzitem, danke. Endlich. So, jetzt müssen wir das Rennen nur noch runterfahren. Nicht wieder denselben Fehler. Ja, gut, danke. Knicken, runterfahren. Bremsen bringt auch nicht viel. Ja, aber vielleicht das. Oh nein! Er hat genau drauf gewartet! Und den Fünfter gewonnen. Aber er hat genau drauf gewartet. Er hat den gesehen. Und dadurch, dass er den gesehen hat, hat er gemerkt, okay, dann wird er wahrscheinlich gleich abgeschossen. So, dann hat er kein Item. So, dann kommt er zur Brücke. Wenn er dann zur Brücke kommt, dann schieße ich ihn ab, dass er runterfällt und dann nicht gewinnt. Das ist extrem tricky gewesen, aber das ist auch Mario Kart, weißt du? Ah, Gott, ey. Aber okay, war eine lustige Gruppe. Ich hoffe, die nächsten Gruppen werden auch so gut. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaut rein, dann mit dem nächsten Baby. Bis dahin. Macht's gut.